Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zur heutigen Bundesratssitzung in Berlin. Das ist die 966. von Anbeginn an. Die Länderkammer beschäftigt sich heute mit Themen unter anderem wie BAföG, mit Pflege, mit Brexit. Dazu werden wir auch gleich die Debattenbeiträge, die Sitzung zeigen. Zuvor aber noch ein Interview aus Anlass der neu gebildeten Großen Koalition hier in Berlin. Bei mir ist Manuela Schwesig von der SPD, Ministerpräsidentin des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Sie waren ja auch an vorderster Linie beteiligt an diesen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen für die neue GroKo im Bund. Was erwarten Sie denn jetzt für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern? Der Bundesrat ist ja die zweite gesetzgebende Kammer hier, auch für die Bundespolitik und für die Bundesangelegenheiten. Ich habe die Erwartung, die viele Bürgerinnen und Bürger haben, dass es jetzt endlich losgeht, dass jetzt vor allem die Themen angepackt werden, die uns vor Ort unter den Nägeln brennen. Wir brauchen zügig das Geld, um weiter bei Kita zu machen. Ich zum Beispiel möchte in Mecklenburg-Vorpommern die Kita-Gebühren abschaffen. Und dafür soll ja der Bund Geld bereitstellen. Wir müssen beim Thema Pflege schneller vorankommen. Deswegen rate ich da auch zum Beispiel dem Gesundheitsminister, dass wirklich, anstatt dass wir jeden Tag irgendwie neue Debatten führen, jetzt das Sofortprogramm Pflege kommt. Und ist gerade aktuell hier auch im Bundesrat ein Thema, auch in der BAföG-Reform wollen wir vorankommen. Sie haben eine Wende in der Flüchtlings-, in der Migrationspolitik, in der SPD angedeutet, den Menschen mehr zuhören, ihnen die Ängste nehmen. Werden Sie damit in Ihrer Partei durchdringen? Wir haben auf dem letzten Bundesparteitag zusammen beschlossen, dass wir uns dem Thema Flüchtlinge, Integration noch mal stärker widmen wollen und dort auch eingeräumt, dass wir auch nicht alles richtig gemacht haben. Mein Schwerpunkt ist, dass wir vor allem uns jetzt um das Thema Integration stärker kümmern. Dort müssen auch die Ministerpräsidenten jetzt schnell mit der Kanzlerin zusammenkommen. Wir brauchen einen neuen Pakt für Integration, denn mir geht es darum, dass wir zurzeit gerade Stadtteile, auch Schulen und auch zum Beispiel Sozialarbeiter stark belasten, die schon ohne Flüchtlinge viel zu tun haben. Und da müssen wir stärker den Kommunen auch Unterstützung geben. Soweit Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im Phoenix-Interview. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Manuela Schwesig hat es gerade auch schon angedeutet. Es geht heute auch ums BAföG, um das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und zwar um eine Erhöhung der Wohnpauschalen. In vielen Universitätsstädten steigen die Mieten ja in exorbitante Höhen. Erster Redner ist der amtierende Bundesratspräsident und regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, gefolgt von Wolfgang Tiefensee, dem Wirtschaftsminister des Bundeslandes Thüringen.